Wenn ihr über unseren Link in der Videobeschreibung auf Pionex geht, dann bekommt jeder von euch 100 USDTs geschenkt, womit ihr den Trading-Bot ausprobieren könnt. Wichtig ist, wenn wir einmal rauszoomen und aus der Monatschartperspektive uns das angucken, dass wir hier mitten im Bullrun sind, meine Lieben. Wir befinden uns hier in All-Time-High-Bereichen. Was ist mit den Menschen passiert, die hier in diesen Bereichen, wo wir uns hier befunden haben, 100.000 pro Bitcoin geschrieben haben, wo wir am Top, am Ende eines Bullruns waren? Was ist mit den Menschen, die das hier auf einmal sehen, wo wir inmitten eines Bullruns sind, der Bullrun auf der Hälfte seines Weges ist, wo wir das Halving gerade erst erlebt haben, dass die hier jetzt schon sagen, wir werden runtergehen. Das war's mit dem Bärenmarkt. Kein neuer Top mehr. Was stimmt mit den Menschen nicht? Ich meine, überlegt euch das mal. Das wäre so, als wenn wir hier wären, kurz nach dem Halving, und da schreien einige, ja, das war der lokale Top, höher als das geben wir nicht. Stellt euch mal vor, dass genau das passiert gerade. So ungefähr. Gut, wir befinden uns hier in den All-Time-High-Bereichen, eher hier. Aber wenn man halving-technisch sich das betrachtet, sind wir ungefähr hier. Ich verstehe die Leute nicht. Und jetzt überlegt euch mal eine Sache. Bitte, überlegt euch eine Sache. Noch nie in der gesamten Bitcoin-Historie haben wir uns so lange oberhalb diesen Preisbereichs gehalten. Schaut euch das mal an. Wir waren hier 1, 2, 3 Mal. Super. Das heißt 1, 2, 3, 4 kann man sagen. Das hier zähle ich nicht, das war ein kurzer Weg nur. Das heißt, 4 Monate haben wir uns nur hier drüber gehalten. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind jetzt 6 Monate schon. Nicht nur leicht am Rüberwicken, rüberdippen, sondern wir halten uns mit den Preisabschlüssen seit über 6 Monaten in den All-Time-High-Bereichen des letzten Bullruns. Und einige scheißen sich ein, während wir inmitten des Bullruns sind. Mittendrin, bei der Hälfte des Bullruns ungefähr, scheißen sich Leute ein. Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß es nicht.